Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Sammelwareneingänge und Rechnungseingänge im Einkauf. Damit Sie die Sammelwareneingänge bzw. die Sammelrechnungseingänge erzeugen können, benötigen Sie eine neue Auskunft. Diese Auskunft heißt offene Warenlieferung bzw. offene Rechnungseingänge. Wenn Sie diese Auskunft öffnen, dann erhalten Sie alle Belegpositionen, die offen sind und noch nicht geliefert wurden. Diese beziehen sich auf Positionen Ihrer Bestellung. Sie haben hier verschiedene Filtermöglichkeiten, einmal direkt über den Spalten, beziehungsweise Sie haben hier oben eine Suchmöglichkeit. Sie können hier einfach eintippen, zum Beispiel anders, ein Lieferant, und dann wird Ihnen direkt die Anzahl der Datensätze eingeschränkt. Des Weiteren können Sie noch hier oben im Bereich Datensätze wählen, sich Filter erzeugen und diese auch speichern. Hier am Beispiel einmal Belegdatum gleich 31.05.2017. Wenn ich das anwende, dann erhalte ich alle Belegpositionen, die am 31.05.2017 angelegt wurden, also mit dem Belegdatum. Diesen Filter kann ich mir jetzt auch speichern, einen Namen wählen. Und dann werden wir diese Positionen das nächste Mal, wenn ich diesen Filter wieder wähle, auch angezeigt. Über Einstellungen kann ich mir noch weitere Spalten, die ich für die Selektion der Belegposition benötige, hinzufügen. Wir haben hier alle möglichen Spalten zur Verfügung gestellt. Diese Spalten beziehen sich auf alle Felder aus dem Artikelstamm, aus dem Lieferantenstamm, aus den Belegen, aus den Vorgängen, sodass Sie möglichst viele Kriterien zur Verfügung haben. Ich suche mir jetzt mal das Belegdatum und ziehe das hier an diese Stelle über Drag and Drop in meine Liste hinein. Wenn ich dann diese Auswahl über das X schließe, werden die Daten nachgelesen. Jetzt sehe ich auch, dass diese Belege am 31.05. erzeugt wurden, aber einen Liefertermin vom 1.05. haben. Das macht eigentlich keinen Sinn, ist aber jetzt hier nur ein Beispiel. Wenn ich nun meine Belege erzeugen möchte, also ich suche mir meine entsprechenden Kriterien heraus, zum Beispiel für den Lieferanten anders, dann kann ich über die Selektion hier vorne oder auch Steuerung A markiert mir alle Positionen, dann die Positionen auswählen und entweder über das Kontextmenü oder auch hier oben über den Button bzw. über diese Schaltfläche hier Sammelwareneingänge erstellen lassen. Das mache ich jetzt mal nicht. Ich entferne wieder diesen Filter und wähle jetzt mal absichtlich etwas, was nicht zusammenpasst. Ich wähle jetzt mal zum Beispiel verschiedene Lieferanten. Für diese kann ich natürlich keinen gemeinsamen Sammelwareneingang erzeugen. Ich wähle jetzt mal wild durcheinander. Wenn ich jetzt Sammelwareneingang erzeugen lasse, dann wird eine Validierung angestoßen. In dieser Meldung wird mir direkt gezeigt, welche Fehler ich bei der Selektion vorgenommen habe. Also hier zum Beispiel überprüft werden die Eigenschaften. Da werden dann alle Eigenschaften angezeigt, die überprüft werden. Und was hat nicht gepasst, also nicht übereingestimmt haben, eben die Kontokorrentnummer, die Besteuerungsart, EU-Land und das Preiskennzeichen. Dann sehe ich direkt, welche Spalten ich mir hineinziehen muss, damit ich korrekt meine Sammelwareneingänge erzeugen kann. Gut, also diese Selektion nehme ich natürlich jetzt nicht vor, sondern wähle eine andere Selektion. Jetzt mal hier die ersten drei Positionen.
Hier hinten sehe ich auch, welche Artikel sind davon betroffen. Man kann natürlich Referenznummern, wenn man vom Lieferanten spezielle Nummern hat, nach denen kann man natürlich suchen. Dann Belegreferenzzeichen oder Ihre Bestellnummer beim Lieferanten. Nach all diesen Feldern kann man hier filtern und dann eben, wie gesagt, über rechte Maustaste den Sammelwareneingang erstellen lassen. Jetzt wird Ihnen für diese Position werden Ihnen die Belegpositionen angelegt. Es öffnet sich die Belegerfassung im Einkauf. So, der Beleg ist nun geladen. Er wurde erzeugt. Für diese drei Positionen, die jetzt alle in einem Vorgang sind, wurde ein Wareneingang erzeugt. Dieser Wareneingang ist jetzt noch nicht gespeichert. Das sieht man daran, dass dieser Button hier Beleg abschließen noch blau ist. Also ich habe jetzt noch die Möglichkeit, diesen Beleg so anzupassen, wie er eben vom Lieferanten, wie die Ware vom Lieferanten gesandt wurde. Aus diesem Grund haben wir jetzt auch nicht die ganzen Zuschlagsermittlungen, die jetzt zum Beispiel in verschiedenen Bestellungen, in unterschiedlichen Vorgängen, können die Zuschläge natürlich unterschiedlich definiert werden oder die Transportzuschläge oder Versicherungen oder sonstige Details. Übertragung aus den Bestellungen haben wir nicht übernommen. Sondern man muss im Wareneingang und im Rechnungseingang die Zuschläge und Rabatte selbst erfassen. Ne? Weil der Lieferant gibt ja die Zuschläge vor, der Lieferant gibt die Rabatte vor, die Belegrabatte und so weiter. Deswegen erfasst man diese dann hier im Wareneingang, im Sammelwareneingang oder im Sammelrechnungseingang direkt neu. Ja, der Beleg wurde angelegt. Es gibt jetzt noch eine neue Eigenschaft für diese vorgangsübergreifenden oder diese Sammelbelege. Wenn ich jetzt hier oben auf diesen Schraubenschlüssel gehe, kann ich mein Layout der Belegerfassung ändern. Ich kann jetzt hier in den ausgeblendeten Elementen sehe ich alle Felder, die ich mir noch auf meine Maske schieben kann. Es werden erst Beleginformationen angezeigt, dann alles, was mit Belegpositionen beginnt, gehört zu dem Positionenregister. Aber die neue Eigenschaft vorgangsübergreifend gehört eben nicht zur Position, ist dann dementsprechend hier unten alphabetisch zu finden, vorgangsübergreifend. Und diese kann ich mir dann hier zum Beispiel in eine neue Gruppe schieben. Ja, da kann ich dann die Gruppe auch umbenennen, zum Beispiel auf Sammelbeleg mit Enter bestätigen. Wenn ich das Ganze dann mit OK schließe, dann ist jetzt diese neue Eigenschaft auch in meiner neuen Belegerfassung hier sichtbar. Dieser Wareneingang ist jetzt nicht vorgangsübergreifend. Das ist zwar ein Sammelbeleg, den ich eben über unsere neue Auskunft erzeugt habe, aber er ist nicht vorgangsübergreifend. Das sieht man ja auch hier, weil es sind alles Positionen aus einem Vorgang gewesen. Wenn ich den Beleg jetzt abschließe, dann ist dieser Wareneingang erzeugt. So, dann möchte ich nochmal zurückgehen in das Control Center, um Ihnen noch weitere Dinge zu zeigen, die wir gemacht haben. Und zwar haben wir alle Auskünfte angepasst, die einen Belegbezug haben. Zum Beispiel auch hier meine letzten EK-Belege. Für diese Auskünfte steht jetzt auch diese neue Spalte vorgangsübergreifend zur Verfügung. Und da sieht man dann direkt, ob dieser Wareneingang eben vorgangsübergreifend ist oder eben nicht. Diese neue Eigenschaft vorgangsübergreifend wurde auch für den Verkauf implementiert, und zwar für die Belegarten, die bereits jetzt vorgangsübergreifend waren. Das ist die Projektschlussrechnung, die vorgangsübergreifend erzeugt werden kann, genauso wie die Sammelrechnung im Verkauf und alle Folgebelege, die aus einem Sammelbeleg erzeugt werden. Also zum Beispiel auch, wenn eine Sammelrechnung im Verkauf vorgangsübergreifend ist und ich daraus eine Stornorechnung erzeuge, dann hat auch die Stornorechnung diesen Status vorgangsübergreifend. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die offenen Rechnungseingänge. Das ist eigentlich, die Auskunft ist sehr identisch zur offenen Warenlieferungsauskunft.
Sie beinhaltet ebenso viele Spalten, die Sie hinzufügen können. Sie können sich hier oben auch eigene Filter erzeugen. Ich mache jetzt mal für das Belegjahr 2020. Man kann auch tippen. Ich tippe einfach mal Belegjahr und wähle jetzt mal nur 2017 aus. So. Dann klicke ich auf Anwenden. Dann werden mir alle offenen Rechnungseingangspositionen für das Belegjahr 2017 angezeigt. Hier habe ich natürlich dann genauso die gleiche Möglichkeit, die verschiedenen Positionen zu suchen, zu filtern, hier oben über den Suchbereich, über die Spaltenüberschriften hier in dem Filter, genauso wie hier in dem Bereich der Filter, die ich mir noch speichern kann, kann ich mir die Positionen zusammensuchen, die ich jetzt berechnen möchte. Für die Rechnung, die ich vom Lieferanten erhalte, dass ich dann die Positionen zusammensuche und dann den Rechnungseingang erzeuge. Noch ein Hinweis, und zwar haben wir für diese Überprüfung der Besteuerungsart zum Beispiel eine neue Mandanteneigenschaft implementiert, die hier zu finden ist. Im Bereich Bestellwesen. Die besagt, die Besteuerungsart kann nur im ersten Beleg geändert werden oder die Besteuerungsart kann auch in Folgebelegen geändert werden. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel die Bestellung an meinen Lieferanten, der im Inland sitzt, sende und der Lieferant aber natürlich entscheiden kann, woher er seine Ware bezieht und zum Beispiel ist dann die Ware gar nicht im Inland, sondern kommt zum Beispiel aus China, dann wechselt die Besteuerungsart. Also die Bestellung ist Inland, der Wareneingang muss eigentlich für Export erfasst werden, für die Besteuerungsart Export. Und dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, in Folgebelegen auch die Besteuerungsart zu wechseln. Dies können Sie hier für den Mandanten fest definieren, dass Sie eben in Folgebelegen flexibler sein wollen und die Besteuerungsart wechseln können möchten. Diese Mandanteneinstellung steht Ihnen auch ohne das Komfortpaket zur Verfügung. Im Komfortpaket sind jetzt eben diese neuen Funktionalitäten Sammelbelege im Einkauf und Sammelrechnungseingänge im Einkauf. Aber diese Definition hier, diese Mandanteneinstellung, steht Ihnen auch ohne Komfortpaket zur Verfügung. Genau. Und je nachdem, wie Sie jetzt die Position zusammenfügen, werden eben Besteuerungsart geprüft oder eben nicht. Genau. Jetzt mache ich mal eine vorgangsübergreifende Sammelrechnung. Ich wähle mir jetzt hier auch den Den habe ich ja gar nicht in der Anzeige. Man kann sich natürlich auch noch andere Spalten hier einblenden. Das geht hier über den Bereich Einstellungen, Spalten ein- und ausblenden. Ich suche mir jetzt nochmal den Lieferanten-Matchcode, nach dem wollte ich nämlich jetzt suchen. Ist ja auch alphabetisch sortiert. Und hier unten Lieferanten-Matchcode. Den möchte ich mir hier hinschieben. So. Wenn ich das jetzt schließe, dann wird die Anzeige aktualisiert. Ach, ich möchte Ihnen auch noch einen anderen Bereich zeigen. Und zwar habe ich hier auch, wenn ich mit dem Kontextmenü hier oben in die Überschriftenspalte klicke, die Möglichkeit, ein Gruppierfeld einzublenden. Wenn ich mir jetzt hier oben den Lieferanten über Drag and Drop in diesen leeren Bereich ziehe, dann wird mir die ganze Auskunft nach Lieferant gruppiert dargestellt. Das hilft natürlich schon mal für die Selektion der Positionen, die ich mir zusammensuchen will. Das Ganze kann ich natürlich dann auch noch für das Jahr machen
Und auch, wenn ich möchte, natürlich nach Liefertermin-Belegposition. Dann habe ich jetzt alle die Positionen, die am 31.05. geliefert werden sollen. Diese kann ich dann markieren. Und vielleicht auch mit anderen Positionen aus einem anderen Vorgang, weil ich jetzt das Vorgangsübergreifende mal zeigen möchte, zusammenführen, wenn diese zum Beispiel früher geliefert wurden. Über die rechte Maustaste kann ich dann wieder sagen, Sammelrechnungseingang erzeugen. So, die Belegerfassung öffnet sich und ich sehe, dass dieser Beleg erzeugt wurde. Man sieht jetzt auch, dass der Sammelbeleg vorgangsübergreifend ist, weil diese Eigenschaft auf Ja steht. Des Weiteren sieht man natürlich auch, dass die vorgangsübergreifenden Positionen hier, weil diese Textposition mit dem Bezug zum Vorgang und der Belegnummer hier eingefügt sind. Ja, wenn ich den Beleg abschließe, dann wird er ganz normal gespeichert. Ich kann natürlich auch vorher noch im Belegfuß Zuschläge erfassen, Rabatte erfassen und so weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Ihnen gefallen unsere neuen Sammelbelege im Einkauf. Ich bedanke mich.